Ich war gestern bei uns im Park, habe dort frischen Bärlauch besorgt, weil ich Bärlauchpesto machen wollte. Dazu habe ich besorgt 200 Gramm Bärlauch, 50 Gramm Parmesan brauchen wir für die Pesto, 100 Milliliter Olivenöl und 20 Gramm Pinienkerne. Ja, ich gucke gleich nach. Und halt eben zum Abwürzen Salz und Pfeffer. Ist jetzt so kurz vor der Blüte, sammeln sich viele ätherische Öle in der Blüte. Die kann man mitverwenden. Bärlauch ist samt Stängel verwertbar, daher können wir halt eben alles vorbereiten für unsere Pesto. Ja, dann fangen wir mal an. Als erstes schneiden wir den Bärlauch in kleine Portionen, damit wir den besser in unseren Messbecher bekommen. Dann geben wir die Pinienkerne dazu. Geben das Öl darüber. Dann brauchen wir einen Pürierstab. Den Rest schneiden und dazugeben. Parmesan oben drauf und pürieren weiter. Anschließend können wir ein wenig abschmecken, geben Pfeffer dazu und Salz. Das war's eigentlich schon. Meine Pesto ist jetzt fertig. Ich werde jetzt Nudeln aufsetzen und dann werde ich euch zeigen, wie das auf dem Teller aussieht.